Und willkommen zurück hier auf Adobe Live für unseren Hallo. zweiten Tag, alles über Illustration. Und für die ersten 2 Stunden heute sind wir wieder mit Eva Wiedermann. Hallo. Und dann kommt auch Percy Chen wieder um 12 und dann um 2 Uhr kommt die Kati Saligi und um 16 Uhr wieder der Moritz Adam Schmidt. Also, willkommen zurück. Ich habe schon gesehen, im Chat warteten ganz viele Leute schon. Hallo zusammen, Evil Cerise, der gute Tim ist natürlich hier als Moderator im Chat. Julia, Jules, Sarah ist auch wieder hier. Sandra, Thomas, willkommen zurück. Wow, ihr seid ja alle schon sehr fleißig da im Chat. Anzi, alle fit soweit? Ja, ich denke, alles fit, Alles fit. alles gut mit dir. Ja. Jess Wiesel ist auch wieder da. Markus, Sarah, oh, Joshua. Hallo zusammen. Also, das ist natürlich der zweite Tag, an dem wir mit Eva zusammenarbeiten. Und das Coole eben mit den Adobe Lives ist, dass ihr die Möglichkeit habt, eben über die Schulter von den Profis zu gucken und zu gucken, wie sie arbeiten und ein wenig ja, Fragen stellen Ja, viele und Fragen. ganz, ganz viel lernen. Also, willkommen zurück. Also, ja, wie gesagt, das ist der zweite Tag. Die Replays von gestern sind schon auf unserem Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Die kann man da schon angucken. Ich habe schon gesehen, da sind schon über 2700 Replays von deinem Stream von gestern. Ja, hallo sagen alle. Sandra, Core4X, Walking Mills. Welcome back mit dem E-Umlaut, ja, A-Umlaut, Okay, ja. cool. Okay, Eva, warum fangen wir nicht schnell an, wieder zu erklären, wer du eigentlich bist, was du machst, und ja, nur um eine kleine Präsentation zu machen. Wer ist Eva Wiedermann und was macht Eva eigentlich? Ja, ich lebe meinen Traum eigentlich. Nee, ich mache Illustration, Concept Art, ich mache Kinderbücher, ich mache Character Design hauptsächlich. Alles, was Zeichnen braucht, Farbe braucht. Ja, ich habe ein ganz breites Spektrum. Ich habe Covers gemacht für, keine Ahnung, den New Scientist, New glaube ich, habe ich Scientist, mal. Das war das Wissenschaftlichste, was ich jemals gemacht habe. Also, da bin ich übrigens auch durch Behance angesprochen worden. okay. Ja. Das war. Ja, Behance lohnt sich. Ja, so habe ich Eva gefunden. Ja, jetzt bin ich Ja. hier wegen Behance, Willst du vielleicht schnell deine Webseite zeigen, um ja, ja, sehr damit die Leute gerne. auch dorthin gehen können und weiteres von dir sehen können. Also das ist eva-wiedermann.de oder com, funktioniert auch. Hier sieht man schon im Slider, ich mache hauptsächlich in Richtung Fantasy. Man denkt sich oft so, ja, Fantasy, das sind so schöne Bildchen, gell? Aber wie man sieht, ist ein großer Markt da, ein großer Bedarf. Es wird immer wieder was gebraucht. Concept Art mache ich ganz viel. Also ich entwerfe Kostüme für die Charaktere, die später in euren MMOs umeinander laufen. Ich habe ein paar Sets entworfen für Runes of Magic, hat es geheißen. Das war super interessant. Ich liebe Kostüme entwerfen. Also nicht, dass ich jetzt so ein Fashion-Typ bin. Aber gerade so, ich habe eine lange Zeit lang Reenactment gemacht für Mittelalter und Frühmittelalter und von daher habe ich einfach Rüstungen, Leder, Bottons, alles Mögliche, was so geschnitzt. Also ich entwerfe einfach sehr gern irgendwelche Armor und so weiter. Und heute hat Eva ein sehr, sehr schönes Kostüm an, Ja, das das durchsichtig flackert heute richtig schön. Ich habe nicht aufgepasst, als ich heute meinen Kleiderschrank aufgemacht habe. Also mich Ja. davon beirren lassen, ja. Ich kann ja irgendwie Nein, 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 es ist okay, das ist es ja, hängen eh meistens meine ja, Haare ist drüber, von daher. ja. Genau. Also Die wie, durchsichtige Eva. ja, das ist Magic. Ja, ich mache sehr viel für Hearthstone. Ich habe ein paar Cinematic Trailers mitgemacht für irgendwelche neue Hero Skins. Für Karten, jede Menge Karten auch gemacht. Hier, das ist eine meiner Lieblingsillustrationen. Ich mag einfach gern so diesen 1920-Style auch. Und das war dann, Gangsters. genau, das war eine Expansion, Street of Gadgetzan. Ah, warte, okay, wir müssen ja deinen Bildschirm haben.
Oh ja, stimmt, das kommt nicht Oh, drauf jetzt. die. Okay, und keiner hat was im Chat gesagt. Alle Okay. sind brav, gell? Ja. Ja, da quasi die Gnome gemacht Ah, genau, wir und sehen nichts. Okay. ja, jetzt. Ich sehe nichts, was ihr zeigt. Ja, genau. Die Lady hier kennen wir auch von hinten, von meinem. Das sind ein paar meine ersten. Und das war mein erster Auftrag für Hearthstone. Da bin ich ewig dran gesessen. Also ich wollte so Das wolltest du richtig, richtig oh, machen. richtig reinhauen und ich habe so viele Fehler gemacht und der Artdirektor war so geduldig mit mir und hat mich immer wieder gepusht. Ah, machen wir hier, mehr da. Also vor allem dafür, dass die Karten auf so ganz kleinem, also die sind ja nicht im Print oder sowas, das kommt ja nicht auf dem Poster oder sowas. Die sind ja relativ klein und das ist, ich finde auch teilweise echt schwierig, weil die müssen ganz klein wirken und lesbar sein und deswegen arbeiten die auch mit sehr vielen knalligen Farben, damit das auch raussticht. Und ich habe mich natürlich unendlich verfitzelt, da so kleine Also Chainmails kleine reingemalt und so, gell? Details, die man dann Aber überhaupt nicht sieht. die habe ich für mich gemalt Genau. irgendwie. Das ist, ja, ich habe mich da reingefitzelt. Ja, ansonsten, was habe ich denn? Also Ich habe, ja. eva-wiedermann.de. Genau, ich habe auch viel für das Inuit Mythology Project gemacht. Da war ich einen Monat lang in der Arktis, in Nunavut, und habe mir da das alles angucken dürfen, wie die da leben. Und ich habe auch Inuit-Kostüm getragen, so richtig im Fell und im Schnee rumgezoomt mit den Snowmobiles. Ja, und es war auch super interessant, weil es war auch eine Herausforderung. Und das, ja, etwas zerfleddert, das ist ein Inuit-Zombie, basically. Also, Englisch wieder gar. Weil bei den Inuit wurde noch nie irgendwas niedergeschrieben oder aufgezeichnet oder so. Das ist alles von Mund-zu-Mund-Legenden. Aber wie gesagt, da habe ich dann die Verantwortung gehabt, das alles in Bilder zu fassen. Das war sehr cool, weil es natürlich andere Gesichter sind als die westlichen Features, die man so kennt, die ich immer zeige mit Elfen und keine Ahnung. Also es wäre sehr cool. Ja, guckt euch die Seite einfach mal an. Der S6, aber für gewöhnlich streamst du deine Arbeit aber nicht, oder? Nee, leider Nein. gar nicht. Ich würde so gern ein bisschen mehr machen, so interaktiv auch, aber ich bin froh, dass ich irgendwie alle paar Tage mal was auf Instagram hochlade, wenn überhaupt, so einmal die Woche oder sowas. Ich bin. Und dann kommt so ein Rufus und sagt, hey, willst du 3 Tage auf Adobe Live kommen? Ja, das sind 2 Stunden pro Tag, wo ich nicht arbeiten kann, gell? Also ganz groß. Nee, aber wärst du blöd, wenn du da ablehnst, gell? Ja, Super. gut. Und gestern haben wir auf eben diesem Wolpertinger. Habe ich einen Screenshot gemacht, ja. Ja. Gestern haben wir, also es hat süß angefangen und ich habe auch gemeint, dass ich irgendwas Süßes draus mache, aber dann ist es doch sowas mörderisch untotes geworden. Das weiß man eben nicht. Also wenn man mich mit mir selber überlässt, dann kommt meistens ganz was anderes raus. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir heute irgendwie was Schönes machen. Also vielleicht. Und wer weiß, vielleicht in den letzten 10 Minuten wird es Da dann. wird dann mal untot, genau. Nee, also ich mache heute was mit Rüstung, also Kostüm, Koloration, weil das ist ja gestern schwarz-weiß und zur Koloration bin ich nicht mehr gekommen. Aber ich dachte mal, wir machen heute was Neues, weil ja, der Wolpertinger, der ist jetzt schon wieder out, der ist schon wieder einen Tag alt. Ja, sollen wir einfach loslegen jetzt. Gut. Und Sarah sagt, ich hänge mich mal wieder zeichnerisch mit rein, heute mit einer Ein Eldritch. Elvedritsche. Das war, ist das das? Das war auch Wolpertinger. Ist das das Pfälzer oder ist das das Fränkische? Ich weiß es nicht mehr. Die haben verschiedene Namen. Okay, ja. Wenn ihr uns eure Zeichnungen zeigen wollt, macht das auf Twitter mit dem Hashtag Adobe Live. Hashtag Adobe Live, sodass ich die finden kann. Und dann vielleicht können wir die auch zeigen. Genau. Okay. Wollen wir so einen Contest machen irgendwie? Ein Contest. Also was ist dein Dass die Thema Leute mit. heute? Mein Thema wäre. Also, die Leute können sich's raussuchen. Entweder ich koloriere den hier, das ist eine ältere Zeichnung von mir, die ich eigentlich voll gerne mal illustrieren würde. Also, so die Rüstung arbeiten und kolorieren, wie ich das Und mache. das wäre süß. Nee, das wär jetzt mittelalterlich Okay. Fantasy, aber halt Konzeption. Das wäre das Süße. Den kleinen würde ich dann mal kolorieren, den würde ich bestimmt fertig kriegen. Ich habe da noch ein paar andere. Das ist so mit den Shapes, wie ich gearbeitet habe. Kann ich noch mal zeigen. Das war mal ein Pitch, den ich gemacht habe. Hier kann man zum Beispiel das sehen. Das habe ich gestern auch schön erklärt. Mit den Shapes, wie ich da Ja. arbeite.
Und da habe ich auch einfach wild drauf hingezeichnet. Und dann sehe ich ein paar Shapes, wo ich. Also ich habe da so wie so Pokémons fast in die Richtung ein bisschen was entwerfen sollen für den Pitch. Und dann war ich, okay, das könnten Mushroom Bunny sein oder Shark Crocodile oder Snail Bird oder. Habe ich so ein paar rausgesucht und mir angekreuzt. Und die habe ich dann, glaube ich, gemacht. Das sind so süße kleine Figuren. Das ist irgendwie ein Turtle geworden oder ein Fisch oder ein kleines Pony oder den da fand ich auch ganz süß, ein Käfer. Ja, die Anzi sagt, oh Gott, wie knuffig. Kann es ein Pokémon werden? Ja, das. Ja, kann sein, das ist eine Katze, die springt in dem Schwanz rum oder sowas, keine Ahnung. Das ist das Coole eben mit diesen ganz natürlichen Formen eigentlich, dann Genau. eben die Sachen drin sehen und dann Wie drüber Wolken angucken, wie zeichnen, jetzt noch die jemand Wolken gesagt hat, angucken, genau. genau. Und ja, also es geht wesentlich schneller, irgendwie was aus dem Blauen heraus zu erfinden, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich die Katze einfach so konzipiert hätte aus meinem eigenen Kopf. Aber naja. Und dann habe ich halt sowas draus gemacht. Also der Auch Kleine. die Madame Feueregel sagt, oh, wie niedlich. Und was war da noch? Genau, da waren nochmal welche. Das sind die Skizzen. Und dann habe ich die halt koloriert. Also wie gesagt, ich hätte auch noch anzubieten, so eine Elfe zu kolorieren. Aber die ist halt schon echt aufwendig. Ich glaube nicht, dass ich damit 2 Stunden fertig werde. So ja, keine Ahnung. Worauf habt ihr denn Lust? Könnt ihr das im Chat schreiben? Entweder den mit der Rüstung oder irgendwelche Viecher. Ja, Rüstung oder Viech? Fragen wir schnell. Auf jeden Fall heute Demo kolorieren, weil gestern war alles Okay. schwarz-weiß. Ja, weil du hast gesagt, dass du fängst immer schwarz-weiß an. Weil wenn es nicht schwarz-weiß funktioniert, funktioniert es auch nicht in Farbe. Genau. Und dann reinfarben. Genau. Also Walking Mills sagt Rüstung. Rüstung, cool. So, gucken Hab wir ich mal, ob noch persönlich jetzt auch mehr andere. Bock Ah, drauf? Magdeles Viech, Tier, Rüstung, Viech, drei, Rüstung, Viech, ach, Rüstung, Viech mit Rüstung. Viech mit Rüstung. Das ist ein Viech mit Rüstung. Viech, die niedlichen Tierchen, Viech, Viech, Viecher, Viecher, Okay, okay, ich Viecher, glaube ja, Viecher, ja. Viecher. Ja, jetzt Gut. kommen noch mehr Rüstungen. Aber machen wir das niedliche Viech Machen wir das niedliche heute. Viech. Wenn wir Zeit haben, kann ich die Rüstung noch anfügen, gell? Okay. Stony sagt, aber am Ende habt ihr nur ein JPEG, oder? Also es wird dann keine Vektorgrafik, richtig? Muss man dann eine große Datei anlegen oder wie macht man das, wenn das alles über Photoshop läuft? Ja, also. Eva hat schon gestern gesagt, alles macht sie 300 dpi Ja. und ziemlich große Dokumente, eigentlich 4000 Pixels Breite. Ich muss mal schauen. Also ich lege sie immer relativ groß an, weil ja, das ist 40 cm breit. Oh Gott, Pixel, ist das ein Pixel? Ja, 4600. Weil, wie gesagt, man weiß nie. Also wenn man, klar, es kostet Speicherplatz, aber lieber groß als Heutzutage zu ist doch klein. Speicherplatz kein Eben. Problem mehr. Man weiß nie, wofür man es braucht. Ich lebte in den Zeiten, wo Speicherplatz echt ein Problem war. Oh Da Gott, hatte man diese ja. 44 Megabyte Und es hat auch Disks. unheimlich viel gekostet alles, gell? Weil ich bin auch mit Disketten aufgewachsen. Also es, wenn man, was weiß ich, das neueste Grafikprogramm sich irgendwo besorgt hat, und dann gab es dann 14 Disketten, so, bitte einlegen. 5 von 10. Okay, jetzt gucke ich mal. Entweder mache ich den Vogel. Madame Feuerriegel sagt, die Tierchen brauchen später noch Namen. Da können wir uns welchen ausdenken. Oder soll ich den da machen? Den habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Also bei denen hier würde ich jetzt noch mit Skizze weitermachen und so. Oder den Vogel. Ich glaube, ich mache den Vogel, oder? Ja, okay. Oder 2 Vögel sogar. Ich mache die beiden. Gut. Ja, S6, natürlich, wenn man mit Vektorgrafik arbeitet, ist es resolutionsindependent, weil es Vektoren sind. Aber es ist natürlich auch eine andere Art zu zeichnen. Ja. Genau, da kann ich euch schon mal ein bisschen erklären. Seht ihr mal daher, mal ein bisschen größer. Walking Mills fragt dich, zeichnest du lieber Menschen oder Tiere oder ist es gleich? Das ist eigentlich gleich, wobei ich sagen muss,
Tiere bin ich. Ich habe meine ganze Kindheit mit Tierezeichnung verbracht und vor allem Pferde und das ganze Typische. Aber dann habe ich ganz lang nur Menschen gezeichnet und irgendwie habe ich es mit den Tieren verloren. Aber bei Tieren brauche ich immer Referenzen jetzt mittlerweile. Also muss ich gucken, wo ist jetzt da alles. Aber ich zeichne auch gern Tiere. Aber da ist die Sarah Otterstedt wieder dabei gehabt. Die macht ganz gute Tiere. Okay, gut. Das war jetzt die Skizze. Ich mache hier einfach mal das Feine. Ist das hier? Das ist das Bling Bling. Das machen wir mal weg. Ja, da die Maxa fragt, ist das Zeichnen eher ein Hobby oder verdient ihr damit auch Geld? Damit kann man Geld verdienen, ja. Ja, Dann ist es kein Hobby mehr. dann ist es kein Hobby mehr, ja. Dann ist es ein Hobby, mit dem du Geld verdienst. Genau, ja. Ja. Aber ja, es wird dann einfach zum Beruf. Ja. Also, das muss man sich schon bewusst sein. Man malt da nicht mehr, weil man Spaß dran hat oder weil man einfach die ganzen Dinge, mit die man gerne malt. Es ist wie mit Grafikdesign oder sowas. Du musst dann das machen, was der Kunde will. Und es kann auch sein, dass das irgendwas ist, wo du echt keine Lust drauf hast oder sowas. Gut. Also ich habe hier, das ist quasi das Blockout, einfach damit man ganz grob die Schatten festlegt. So sieht es ohne aus. Und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Wie schaut das aus? Also es ist noch ganz grob, es ist auch ein bisschen verpixelt jetzt, aber das macht nichts, da blendet man einfach drüber. Mein JPEG sind eigentlich nur für Fotos, Zeichnungen sollte man nicht so nicht abspeichern. Nee, genau. Wie speicherst du die ab? Photoshop-Dokument Ja. und halt dann nochmal ausdrucken, gell? Ja. Ja, weil JPEG ist halt eine komprimierte, ja, oder auch nicht, man kann auch sagen, wenig komprimieren im JPEG, aber es ist eine komprimierte Version vom Bild, ja. Genau. Da verliert man ein wenig Dateien. Gut, also wenn ich da anfange, gehe ich Und erstmal. Dr. Nocti sagt, die Karte, die du gezeichnet hast, ist in meinem Hearthstone-Deck. Cool. Hoffentlich ist es eine gute Karte. Ja, manche sind weniger brauchbar, aber dafür haben sie dann hübsche Bilder, gell? Es gibt das Ding schon wieder nicht. Gibt es da nicht. Ich tue mal ganz kurz neu starten, das Photoshop nochmal neu aufmachen. Das wundert mich, das vorher hat es wieder funktioniert. Ja, gestern auch für eine Weile und dann puff. Ja, wenn nicht, dann ziehe ich halt den Stift wieder. Ja, Veni, Vidi, Vacom. Nee, will nicht mehr. Okay. Okay, also. Dann halt anders. Ja, mit den zwei Tasten halt. Genau. Was war das? Control und Alt. Control und Alt, genau, und dann ziehen. Rechts und Okay. links, groß und klein und hoch und rauf für die Härte. Genau. So. Und ich sag, so ein Grafiktablett ist halt ein Traum. Ja? Wenn man viel zeichnet, lohnt es sich auf alle Fälle. Ja. Es war wirklich, es ist nicht billig, also es geht ja über die 2000er. Ja, genau. Das. Aber es, also gerade wenn man es professionell macht und gern einfach auf einer Fläche zeichnet. Ich meine, klar, mittlerweile gibt es die iPads und alles und die sind schon wirklich super gut. Ich bin halt noch von der alten Schule so ein bisschen. Ich mag mein Monstrum. Ich mache das mal wieder kleiner, da in die Ecke, sodass man Okay. mehr von deiner Zeichnung sieht. Ich wähle hier quasi mal die ganze Kohle da unten aus, dieses hier. Und dann arbeite ich erstmal ganz grob meine Lichter ein. Meine ganz groben Brush hier. Auch wieder in Schwarz-Weiß. So, ich klaue mir einfach mal irgendeinen Graustufen. Sehen hier alles, was nach unten geht, wird einfach ein bisschen dunkler. Größer. Richtig schön reinklotzen. So. Schon nimmt's Form. Ja, das sind einfach so optische Tricks, wo man einfach ein bisschen was boosten kann. Dann mache ich da oben nochmal ein Overlay.
oder Softlight, je nachdem, wie ich auch Lust habe. Die Schwanzspitze. Einfach damit ich weiß, hier ist oben, hier ist unten. Und schon macht das Ganze ein bisschen, auch für die Kolo später, ein bisschen mehr Sinn. Ja, nee, eigentlich nicht, das ist zu viel. Gut. Und jetzt habe ich auch schon so in etwa meine Lichtquellen definiert. Ich habe hier, die kann ich einfach extra leer mal eingezeichnet haben. Das kann man sich zur Hilfe machen, wenn man einfach die Sonne einzeichnet, seine Lichter. Ja. Heißt, ich mache hier ein Licht von hier, halt, schwarz. Also als Genau, Promemoria, ja, so okay. als da oben. Die Teletubby-Sonne. Hast du das Video gesehen mit den Teletubbies und Joy Division, die Musik? Nee, nee, Ja, okay, muss ich mal ja. angucken. Das heißt, okay, also man sieht hier, man kann es jetzt ein bisschen einzeichnen, die Sonne kommt so. So. Das heißt, es streift hier gerade noch die Unterlippe mit diesem hellsten. Dann mache ich dann da oben noch ein bisschen was und es streift hier noch ein bisschen was, aber nicht mehr, weil das kommt so von leicht von hinten. Also ich muss hier den Glanz vom Auge nochmal ändern, auch ein bisschen verschieben, mache ich später. Und ich mache wahrscheinlich noch ein sekundäres Licht von hier später, sodass da ein bisschen mit einer anderen Farbe oder sowas nochmal herausgeholt wird. Genau. Aber das mache ich jetzt wieder weg. So. Haben wir das. Die Outline mache ich mal ein bisschen heller. Stony sagt, so sieht es aus, wenn ich zeichne, die Sonne, ja. Ja, dann, womit fange ich jetzt an? Ich mache jetzt einfach mal. Drüber. Also ich lege meistens so ein Layer über die ganze Konstruktion, die ich jetzt am Anfang gemacht habe, und fange dann sofort mit der Ausarbeitung an. Und später, wenn ich damit zufrieden bin, kann ich das alles auf eine Ebene merschen. Zusammenkopieren oder. Ich habe mir gedacht, ich muss mehr Deutsch reden. Ich hab mir den Stream gestern angeguckt und es ist so, ihr merchen hier und da rüber switchen und. Oh, furchtbar, man kennt ja die ganzen Begriffe nur in Englisch. So. Dann gucke ich mal, welchen Brush ich gerne möchte. Kleiner. Das Licht drauf. Das Wiese sagt Pinsel. Das war, Pinsel. hast wahrscheinlich Brush Ach, das, gesagt. ja. Ja, weil hier steht Brush. Pinsel, ja, das kenne ich noch, das Er Wort, glaube ich. hat einfach gelesen. Da steht Irgendwo. Brush. Das glaube ich, kann man übersetzen lassen mit Google Translate oder sowas, gell? Also ich habe hier einen ganz weichen Pinsel. Und Madame Förderigel sagt, ich glaube, wir verstehen Eva auch so. Ja. Genau. Und Lasse fragt, was hältst du vom iPad Pro mit Apple Pencil? Alternative zu einem Cintiq? Habe ich, ja. Es ist eine Umgewöhnung, definitiv, weil ich bin jemand, ich bin meine Tastenkombinationen gewohnt. Genau. Und mein Workflow ist einfach ein
wesentlich effektiver, wenn ich da meine ganzen. Ich mache das aus dem Blinden raus. Ich mache da meine Buttons und was weiß ich. Und mit Astropath hast du schon gearbeitet? Habe ich schon gearbeitet, ja. Aber ich fand, irgendwie hat es immer so ein Delay gehabt und so. Ah, das hat es aber nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Also. Ich fand es praktisch, aber irgendwann. Und das kann man sogar wie heißt das? Paper-like? Ja. Auf das iPad kleben und das fühlt sich dann so an, genau wie. Okay. Wie hier. Also, dass es auf Papier ist halt und nicht so glatt. Ja. Ja, muss ich mir wieder angucken. Mhm. Also, ich fand die Idee super, dass man einfach den Bildschirm da spiegeln kann. Damit. So, jetzt muss ich und auch als Tablet benutzen kann, nicht nur spiegeln, ja. Ja, ja. Jetzt gucke ich natürlich so, wo mein. Also, das. Wie hieß das Licht gleich wieder? Das so von vorne, so das aus das Filler-Light. Heißt das? Füllungslicht. Das Füllungslicht. Also, das kommt ja von so schräg das, vorne wie das ein bisschen. Da. Genau, ja. Genau. Und dann gibt es mit einfach so ein bisschen. Schauen, wo fällt das Licht hin? Es ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden, wo die. Man muss das Ganze dann 3D sich im Kopf vorstellen. Wo sind die Wölbungen? Wo fällt Licht hin? Also hier habe ich den Fuß. Und deshalb ist es wirklich wichtig zu wissen, wo das Licht ist. Genau. Und deshalb die kleine Sonne. Genau. Und am besten ist natürlich, man zeichnet und studiert in seiner Freizeit so viel wie möglich, weil nur dadurch lernst du wirklich, wo die Schatten auch liegen. Gerade so Porträts oder Live-Drawing. Ich sage immer, jeder soll so viel Live-Drawing machen wie möglich. Weil manchmal. Der Kyle Webster, der zeichnet alles nur mit Schatten und Licht fast, wenn er ein Porträt macht oder so. Ja. Das ist ja unglaublich. Der macht alles so ganz grobe Pinselstriche und dann plötzlich geht er ins Detail, aber nur mit Licht und Schatten. Und dann eben Linien und solche Sachen, wenn es nötig ist. Es ist einfach, wenn man sich sowas anguckt, also Schatten und Licht, das sind alles nur Formeln. Mhm, also zu machen, das habe ich auch beim, ich habe so einen Öl-Painting-Kurs gemacht in Irland und da hat mir der, ich weiß nicht, kennt jemand PJ Lynch? Das ist so ein PJ Lynch. Ganz tolle Kinderbuchillustrationen macht der und hauptsächlich so, ist ein irischer Illustrator und habe ja auch immer große Fan von dem. In die. Und der hat immer so Oil-Painting-Kurse gemacht in Dublin, da war ich einmal dabei. Ja. Und da hat er mir das mal so richtig begreiflich gemacht, dass alles nur aus Formen besteht. Und ich soll da nicht anfangen zu zeichnen mit Outlines und sowas, sondern einfach so richtig nur die Lichter sehen als Form, nur die Schatten sehen als Form und alles, was da zwischendrin ist, das füllt man halt auch noch ein. Mhm. Und dann geht das wesentlich einfacher. Ja, das, als ich nach Florenz gezogen bin, um eben zu malen, da ging ich auch so in eine Schule, das war sehr klassisches Zeichnen. Also. Genau. Und das ist, ich finde es auch wichtig, dass man das einfach lernt. Weil, ja klar, digitales Painting, man kann sich da austoben und es ist echt alles recht einfach. Wenn man mal und weiß. Es gibt auch Command-Z. Ja, genau. Also. Steuerung Z. Oder Save. Save, ja. Was ich jetzt gleich mal mache. Ja. Und Ebenen. Genau, Ebenen, jede Menge Ebenen. Das gab es auch nicht immer in Photoshop. Die Ebenen? Ja. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, ich weiß noch. Ich habe die jetzt schon mal zusammengefasst, die Ebenen. Und dann muss ich mir dann während dem Zeichnen auch so ein bisschen überlegen, wie so die Anatomie von dem jetzt aufgebaut sein könnte. Also ich denke mal, dass diese Patscher da nicht unbedingt ganz flach sind. Deswegen mache ich da jetzt ein bisschen organische Struktur rein. Was macht er mit dem Patschen? Der macht Holz. Hier. Nein, der macht hier elektrische Funken. Ah, elektrische Funken, okay. wie diese Herzfeld. Ah, okay. Aber die mache ich jetzt mal weg.
gedacht, die ist jetzt eher recht weich, ganz am Anfang noch, also noch sehr vorsichtig. Ich noch nicht so wirklich weiß, wo ich hin will mit dem Ding. Na, Iris Sarise sagt, ja, der erste Photoshop war interessant, wenn man den Text eingefügt hat, konnte man den danach nicht mehr editieren. Ja, muss man wieder anfangen. Und Designer Apple hat ja gestern das neue billige iPad mit Stiftnutzung vorgestellt. Hat das Adobe schon getestet? Nein, ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Ich habe auch gestern das Announcement von Apple nicht gesehen. Keine Zeit gehabt. Und das haben die Teams. Wir arbeiten ziemlich eng mit Apple natürlich und Ja. Microsoft. Und wenn dann was Neues kommt, wissen die Teams das schon. Ich nicht. Ja, das ist meistens so, man wird im Dunkeln gelassen, ja, und dann irgendwann heißt es, ja, wieso weißt du das nicht? Manchmal ist es einfacher, wenn man einfach eine kurze, schnelle Selection macht. Selektion. Auswahl. Auswahl, stimmt. Beispiel hier, da muss ich nicht immer so gut auf, so viel aufpassen. Hoppla. Nennst du dann auch die Ebenen wie Licht, Schatten Ja, oder? wenn ich so mal eine Grundebene fertig habe, werde ich den auch benennen. Aber jetzt bin ich noch so ein bisschen am Rum. Ich finde es immer nervig, weil wenn man dann die zusammenfügt, die Ebene, dann heißt es wieder bloß Layer so und so und dann muss man sie wieder benennen. Deswegen warte ich da meistens immer, bis ich soweit bin. Ja, die ganze Apple-Seite ist neu. Mit Oh, Apple was? Education, mit dem Okay. neuen iPad. Oh, interessant, okay. Ganz viele Zeichnungen. Aha. Ja, weil immer mehr Leute jetzt mit dem Produkt zeichnen, gell? Weil ich weiß nicht, als ich in der Grafikerschule das erste Mal am Photoshop saß und wir hatten da so einen Lehrer, der das sehr hektisch immer erzählt hat. Und ich habe null kapiert. Ich habe keine Ahnung gehabt, was Wahrscheinlich, ich weil er mache. selbst das nicht Na doch, er war wirklich, kapierte. er war Ja? super. Ah, Grafiker als Beruf auch. ja? Und Und kannte Photoshop gut? ja, der war der absolute Fax. Also, aber irgendwie das zu vermitteln, Leuten, die einfach nur zeichnen den ganzen Tag mit dem Computer, also ohne Computer. Damals war es ja, oh Gott, da war ich 16, 17. Und für mich war Grafikdesign noch Sachen ausschneiden und zusammenkleben und die Schriften malen und sowas. Also ich habe nur ganz klassisch gelernt. Der Computer war dann so das Highlight, 2 Stunden die Woche, Computergrafik. Ja, ich switch immer so hin und her mit. Ich arbeite ganz gerne mit dem Soft Round zum Beispiel, ja. Und ich tue gern radieren und malen. Zur gleichen Zeit. Deswegen habe ich alles auf einzelnen Ebenen, damit ich hin und wieder mal ausradieren kann. Benutzt du den Radier vom Stylus? Nicht oft eigentlich, Nee. weil ja, ich bin da so im Flow drin Naja. irgendwie, keine Ahnung. Klar, es gibt wahrscheinlich vieles, das man einfacher machen kann. Und natürlich muss man auch gucken, dass das alles nicht zu soft wird. Aber da komme ich dann auch später dazu. Also so eine Koloration, so ein Rendering quasi, harmoniert hauptsächlich durch weiche Kanten und harte Kanten, also Konturen. Weil wenn alles nur weich ist, dann schaut das langweilig aus. Also ich fange jetzt erstmal weich an und arbeite dann härtere Kanten raus. So, ich glaube das. Ja, weil die Lichter ändern schon die ganzen Formen Genau, einfach mal, das vom mache ich jetzt Viech. erstmal, damit ich schon mal weiß, wie die Form jetzt ist. Und einfach mal gucken kann,
Wo geht es hin? Fuß da hinten, der darf ruhig dunkler werden. Anzi sagt, der Radierer vom Wacom-Stift habe ich auch nie genutzt, da der so richtig Plastik war und das Gefühl vom Stift voll Genau, verloren gegangen ist. irgendwas gefällt mir an dem auch nicht. Na, ich meine, es ist eine gute Idee, aber. Ja, und bis man den umgedreht hat, Genau. ist man mit dem ich beiß Tastenkombi immer da erst. hinten drauf rum, der ist schon Aber bereits ein bisschen. ich hatte mal einen Gast, die hatte den Stift immer in der Hand und immer wenn sie redete, fing sie an, aber so ganz schnell Ja, so. Cool. den Stift zu drehen, ja. Vielleicht erinnert sich noch Evil Cerise daran, wer das war. Evil Cerise ist mein Gedächtnis Ah, gut. im Adobe Live. Sowas braucht man ja. Pen Spinning, ja. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wer das war. Aha, welche Tastenkombination verwendest du, Eva, um die Härte des Pinsels anzuzeigen? Da wird die Pinselfläche immer in Rot-Grün Ah, angezeigt. das da. Ja, Das habe ich gestern also gut, nein, gelernt. also Rot-Grün, also ja, also das ist ein Glitch. Ah ja, stimmt. Weil auf Adobe, Greenscreen. nein, nicht mit dem Greenscreen, das ist wirklich YouTube. Und Was? auch, Okay. aber auch auf Twitch war das so, rot kommt nicht durch und wird dann so ein Ding. Aber die zwei Tasten sind Ctrl und Alt. Ja, Und und wenn man den dann Stift gedrückt halten, genau. links oder rechts, ist die Größe Genau. vom Pinsel und hoch Und und runter hoch ist die und Härte. runter. Ich glaube, Transparenz, Opacity, ja, Transparenz ist es. Ja, aber guck, Das das sieht sieht man so ja. ein bisschen, ja. Ja. Okay, Und das ist echt wenn es ein rot Glitch, wird, ja. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen, ja, das nennen wir den Illuminati-Effekt. ja. Ah, das liegt an der Blackmagic Capture Card. Ah, okay. Okay. Das sind diese Teile da, weißt du, die da rumliegen, die kleinen Schachteln da. Okay. Ja, und dann malt man die einfach so vor sich hin. Ja. Mit dem bin ich jetzt halbwegs glücklich, deswegen mache ich das alles zusammen und kann es endlich benennen. Was? Working Mills? Das funktioniert unter Windows 10 nicht mehr? Ist das vielleicht eine andere Tastenkombination? Das wundert mich echt, dass das. Das da, jetzt oder Ja, wie? also wir sind auf Mac, aber Ja. der Working Mills sagt, das funktioniert auf Windows 10 nicht mehr. Okay. Anzi fragt, ich hat Eva die Tasten vom Tablet selbst angerichtet und wenn man sie das mal in der Übersicht zeigen. Und wenn man sie, ja, also die Tasten, das ist eigentlich nicht ihr Tablet. Ja. Deshalb hast du, glaube ich, auch keine Zeit verloren, damit Ja, das die sind so die Tasten an, ja, Standardeinstellungen gewesen, ja. Standardeinstellungen. Aber die sind da völlig ausreichend. Ich meine, jeder hat so persönliche Vorlieben. Ich, wie gesagt, wenn der Touchring funktioniert, benutze ich den gern. Ja, und jetzt funktioniert er im Moment Zum nicht. Funktionieren. Ja. Deswegen muss ich jetzt auf die Tastatur umsteigen. Oh ja, und Evil Cerise sagt Geist Alt und Rechtklick. Klar funktioniert das noch auf Windows 10. Ja, natürlich, Stony. Ich weiß, natürlich. Also Working Mills. Alt-Taste und Rechtsklick. Steuerung Alt und Rechtsklick, ja. Ah, Control ist Steuerung. Ah ja. STRG. Was steht da drauf? Auf den. Nein, steht doch Control. Ja, Aber ist eine Kontrolle. deutsche, ja. Ja. You got this, Walking Mills. Ja. Dann booste ich mal so ein bisschen. Dieses macht ein Softlight drüber.
Und schon hat man ein bisschen stärkere Kontraste. Gefällt mir besser. Stefan B. sieht schick aus bislang. Dankeschön. Kannst du zeigen, wie es aussah am Anfang? Also die Ebenen vom Licht, von den, die diese was Schatten Das wegtun, habe ich oder jetzt schon schon zusammen? Okay. zusammengefügt. Aber ganz am Anfang sah es so aus. Also Ah mit ja. Flecken, gell? Genau. Ja. Nee, da bin ich dann rigoros. Also ich heb dann das alte Zeug auch nicht mehr auf. Okay. Wie gesagt, gestern habe ich auch schon gesagt, ich behandle das teilweise wie eine Leinwand. Und so wird dann einfach alles zusammengefügt und drüber gepaintet. Und ja. Manchmal denke ich dran und tue so Steps. Oh, German Kleinigkeit, liebe Grüße aus Erfurt. Da läuft der Stream in der Pizzeria, Hey, weil ich cool. spontan mal wieder arbeiten muss. Cool. Oh, Pizza. Ich da die Outline ein bisschen säubern. Ich lasse die mal ganz gern, weil es gibt einfach so ein bisschen einen netten Sketchy-Effekt, so ein bisschen. Obwohl man es am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr sieht, aber für mich persönlich so. Tust du das Blatt auch, also das die Fläche auch manchmal drehen? Ja, damit man es, also gerade wenn man, was weiß ich, Gesichter zeichnet und sowas, passiert schnell, dass man den Über also, dass man es gar nicht sieht, wie das Obst funktioniert oder nicht. Also wenn ich jetzt hier. Bei dem ist es wurscht, weil das ist Ja. jetzt relativ simple. Aber gerade so mit Augen, dann plötzlich sieht man, dass die schief sind oder die Nase ist ganz woanders im Gesicht, obwohl es gar nicht auffällt vorher. Der Daniel fragt, wird Eva für die Neuauflage vom Engel-Rollenspiel Uhrwerk Verlag auch wieder Bilder be beisteuern? Das darf ich nicht sagen. Das darf sie nicht sagen. Die waren Ja, wunderschön, sagt danke Daniel. schön, danke. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Das ist eins meiner Lieblingsprojekte gewesen. No comment. Ja. Muss deine Hände so hinziehen. Ich Ne? darf No nicht drüber comment. reden. Ich weiß selber nicht, was genau passiert. Deswegen. Das kann jetzt natürlich auch gelogen sein, ja. Ich. Jetzt tun wir German Kleinigkeit alle Pizzas wie sagt man Order Aha, bestellen. bestellen, Ja. ja. So, ich arbeite sehr gerne mit Clipping Mask, weil. Man kann auch so ein bisschen drüber paint, also drüber hinausschießen, also so zum Beispiel. Und das ist dann auf einer extra Ebene, nimmt aber die Maske von der unteren Ebene an. Und das ist so eines meiner Lieblingsfeatures. Wird noch nicht rauszeichnet. Genau, also gerade so, wenn man ein bisschen schwungvoller einfach mit den Schatten umgehen will, hier, wenn man so einen großen Brush hat und man möchte hier einfach mal übers Ziel hinausschießen, sage ich mal, gell? Dann ist es auf der extra Ebene und, man müsste jetzt nicht haargenau an der Kante aufhören. Melanie fragt, ich habe eine Frage zu Behance. Warum gibt es in Behance in der Creative Fields keine Konzeption? Ja, das habe ich mir auch schon Der gewundert. Bereich könnte ja, die Projektidee fokussieren. Ja. Also was wäre das zum Beispiel Skizzen oder Ideen oder? Konzeption, also es gibt ja, oder Layout vielleicht, ich weiß es nicht. Also im Grafikdesign würde man da Layout sagen, glaube ich. Eine Layout-Phase und die Konzeptphase, ja. Ideenfindung. Aber ist natürlich auch ein sehr weitläufiger Begriff. Wurde es schon gefeatured von Behance? Behance? Ja, Ja? manchmal. Als Das Engel, Illustration oder Illustration, ja. Illustration? Das Character Design wurde mal gefeatured. Dann die Engel, das Rollenspiel, das ich gesagt habe. Ja, also Anzi meint Ideenentwicklung oder Werbekampagnenplanung zum Beispiel, Analysen.
Ja, also da als für Recherche meinst du so. Ich weiß nicht, also das Game Concept Art ist ja dann doch wieder ein bisschen was anderes als Grafikdesign oder sowas. Ja, aber es kommt vermehrt und immer öfter vor. Also die Leute haben ja Jobs mittlerweile da drin in dem Feld. Ich arbeite hier weiter mal den Kopf irgendwie aus, damit der so ein bisschen Volumen bekommt. Habe ich hier natürlich noch mal Schatten vergessen. Welchen Schatten? Der Kopf wirft natürlich auch einen Schatten, ja. Ich glaube, bald haben wir den Scheibenwischer hier vom. Okay. Wireframes auch, ja, gute Idee. Aber ich stelle es mir auch vor, also für mich ist in Behance sehr wichtig, auch die Sachen zu erklären. Also wenn man das finale Bild zeigt oder so, damit man auch den Prozess zeigt Ja, und das ist auch unheimlich darüber auch interessant, ja. erzählt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, auch um zu verstehen, wie man auf die Ideen kommt und so. Und das sind natürlich auch wieder Wireframes oder Ideenentwicklung. Wir hatten ja Work in Progress. Erinnerst du dich dran in Behance? Da konnte man Work in Ja, Progress genau. hochladen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, sie arbeiten auf einer neuen Lösung dafür, um eben Work in Progress zu zeigen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach in Farbe und mache dann die Modellierung später weiter, genau. Aber wir wollen ja Farbe machen, gell? Zusammen. Das machen Bam, wir. alles auf Bam, ein genau. Layer. Du. Bam. So. Also, wir haben hier Schwarz-Weiß und Braunfarbe. Jetzt überlege ich gerade, was könnte es für eine Farbe haben? Ich mache einfach mal einen Layer drüber. Wieder meine Clipping Mask. Und ich fülle das jetzt einfach mal mit irgendwas mit. Lila ist immer gut. So, jetzt sieht wieder wie die Wolke aus. Genau, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren, bloß in Farbe. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich, da gibt es Color, nicht Color. Das macht das alles ein bisschen too much, gell? Es ist zu viel, zu intensiv. Wir haben hier auch noch Overlay. Das beachtet die Schatten ein bisschen mehr, ist aber auch noch ziemlich intensiv. Es gibt viele verschiedene Methoden. Jeder hat da wahrscheinlich so sein eigenes entwickelt. Ich mache es mit einer Mischung aus allem Möglichen. Ich mache zum Beispiel, ich mache Color, setze das auf sicher Ja, Stefan 30%. meint Orange und Stony sagt Gelb wegen der Elektrizität. Ja. Stimmt auch wieder, Und klar. Ibe Cerise hat sich gerade erinnert. Übrigens war es Jing Zhang, die den Stift gedreht hat. Ah, okay. Ja, die Jing, die hat auch so coole Illustrationen. Muss ich mal alles angucken, ja. Ich kann natürlich auch Geld machen, ja. Also Orange wird mir auch gefallen. Blau ist auch cool. Ja,
Blau, Elektrizität ist doch auch blau. Ja, liebe Zoe, das war im Mai 2017. Als wir noch aus Paris Okay. streamten. Ich glaube, ich mache blau. Ja, Anzi sagt, blau ist ja echt cool. Tue das mal nach unten schieben, weil ich habe den Color Layer oben und den Overlay unten. Ja, Yves Series, war das ein Nightshift? Weil als wir aus Paris streamten, das war um zu vermeiden, zweimal nach San Francisco im Monat zu gehen. Ja. Und da machten wir die Streams von 4 Uhr nachmittags bis Mitternacht. Okay, oh Und wow. ich machte immer den letzten Stream von 10 bis Oh, Mitternacht. das ist aber hart Und dann langsam, gell? das hieß The Night Shift with Rufus and Eva. Aus Paris. Aus Paris. Ja, also gut, dann lassen wir das mal so. Ich mache ja auch gern hier mal wieder diese Create Clipping Mask. Fügt das alles zusammen mit einer mit einer duplizierten Ebene von dem Schwarz-Weiß. Und der Evil Cerise hat mir auch einen sehr, sehr schönen schwarzes Hemd gemacht mit Nightshift. Oh Mit cool. dem, ja. Ja, du musst mehr Nightshifts machen, oder? Habe ich quasi die Ebene als Color-Ebene gemacht. Habe unten immer noch meine Schwarz-Weiß zur Sicherheit. Gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Es ist jetzt noch relativ langweilig, einfach weil, ja, es ist einfach nur blau. Es fehlt irgendwie noch so ein Fokus, gell? Und deswegen überlegen wir uns einfach mal. Na, erstmal den Background machen wir irgendwas anderes. Machen wir jetzt erstmal grau. Gesagt, er jammert, dass Rufus keine eigene Radiosendung hat. Ja, Rufus sollte noch eine Adobe Podcast machen. Die Adobe Nightshift. Ja. Nightshift mit Telefonseelsorge, Für die frustrierten ja. armen Künstler. Die frustrierten Stimmt. armen Künstler, ja. Sehr, sehr. Wir sind dabei. Aber wir können auch die Natursachen machen, wie so. Okay, jetzt könnt ihr sehen, wie Eva da irgendwie so einen Hintergrund getan hat. Und das ist ganz interessant, so eine Illustratorin in ihrem Element zu sehen, ja. Bitte nicht. Es ist natürlich echt immer schwieriger, sowas live zu machen. Ja, zu Hause, da wurschtelt man sich so durch und macht dieses und jenes und dann funktioniert es wieder nicht. Und hier sitzen natürlich Leute und die warten dann langsam, wird das jetzt was oder wird es nichts? Nein, das Ja. Rumwurschteln ist auch wichtig. Ja, und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich was zeichne, entdecke ich irgendwo wieder irgendwas Neues. Oder möchtest du was anderes machen? Ja, Vorschläge. RR, Radio Rufus oder Deutschland FM. Radio Rufus. Das ging auch mit dem Queen-Song, oder? Radio Rufus. Ja, genau. Geschickt platziert sie den Pinsel auf dem Tablett. Das Männchen auf dem Bildschirm sieht interessiert aus. Was macht sie da? So, jetzt haben wir einfach mal einen Hintergrund, macht es die Sache schon ein bisschen einfacher. Gut, dann geht's weiter. Unsere sekundäre Lichtquelle. Hier wieder Clipping Mask.
einmal ein bisschen rumspielen tut. Was mache ich denn für eine Farbe? Hast du vom Kyle Webster schon die Halftone-Pinsel benutzt? Nee, noch nicht. Da, die sind cool. Ja. Ja. Weil da mit dem Druck kannst du wirklich die Punkte größer, kleiner machen. Ah, Ja, okay. ja. Und So wirklich, pressure sensitive, ja. ja. So, kann man jetzt zum Glück immer wieder ändern, ja. Also ich muss sagen, Farben tue ich mich manchmal oft noch schwer. Einfach weil es so chaotisch werden kann. Also ich bin jemand, der probiert dann so viel aus und irgendwann schaut es dann ja, chaotisch aus. Aber wie gesagt, ich entdecke mich da auch immer wieder selber ein bisschen. Was nehme ich denn diesmal? Ja, Madame Feueregel sagt, ich finde Rumwurscheln auch wichtig. Wir wollen ja sehen, wie der Arbeitsprozess wirklich Genau. ja, Ich vonstatten meine, geht, vonstatten angeht. ich glaube, es ist Vor, von, von, vonstatten. vonstatten geht, ja. Ziemlich so die. Und Stoney sagt, ja, wäre ja schlimm zu sehen, wenn alles auf Anhieb klappt, ja. Ja, das würde ich mir aber auch manchmal echt wünschen. Damit man mal so ein bisschen schneller und effektiver wird, weil auch darauf kommt es immer mehr an, leider. Jetzt wieder eine Auswahl. Einfach mal mit dem Arm. Also wie gesagt, ich bin das jetzt nicht gewohnt mit diesem Control-Alt, deswegen klicke ich oft noch daneben. Müsst ihr mir Die verzeihen. Anzi sagt, Farben finde ich immer Kombis mit Adobe Cooler oder per App. Ja. Ja, das muss. Manchmal mache ich das auch. Finde es aber auch dann irgendwo schwierig, das anzuwenden. Also ich, gerade so in so einer Phase mit dem jetzt, da bin ich einfach, da probiere ich so lange rum und will mich noch nicht festlegen. Es kann sein, dass ich das Gelb dann pink mache und das Blau und am Ende doch orange, ich weiß es nicht. Also da bin ich jetzt offen. Und Just Wiesel sagt, also es ist schon so, dass das Endprodukt während der Gestaltung wächst oder auch verworfen wird. Ja. Eva, hast du ein Endbild vor Augen? Hast du da, auf das du hinarbeitest oder lässt du es einfach laufen? Also momentan lasse ich mich einfach laufen, weil ich bin ganz froh, dass ich noch kein Endprodukt im Kopf haben muss. Das muss ich sonst eigentlich immer. Von daher, wie gesagt, es sind ja 2 Stunden, ich kann mich hier da ein bisschen verlieren da drin. Mache jetzt da einfach mal meine sekundäre Lichtquelle und gucke. Und sind die Tool Presets Standard? Oder, ja, ich glaube, das ist alles ziemlich Standard. Nee, die Ne? habe ich mir selber Ah, okay, zusammengebaut. die Tool Das sind Presets, diese ganzen Awesome, Awesome, ja. Ah, Awesome okay. Ah, irgendwas. Also, okay. ich habe mal irgendwann Und angefangen. awesomer und The God more Brush of. awesome. The God Yes. Brush. Den lasse ich mal jetzt ganz weg, glaube ich. Der hat die Leute verwirrt gestern. So, ich mache jetzt 3 verschiedenen Ebenen mit. Ja, und es hieß vorher cooler und jetzt ist es, heißt es color. Aber das Interessante mit cooler, also Kuler, so hieß es ja vorher, und das war basiert auf dem französischen Wort couleur. Oh. Ja, Farbe auf Französisch. Ja. Manchmal, wenn ich so arbeite, ich kann auch, manchmal mache ich auch für alles eine eigene Ebene. Habe ich den Kopf auf einer eigenen Ebene, ich habe die Hände auf einer eigenen Ebene, aber das war mir jetzt irgendwie zu viel Act, das ist alles auseinander zu fiddeln. Es macht es, gerade wenn man viele Kreaturen oder so oder viele Concepts macht, ist es schon ein Zeitersparnis, wenn man alles so non-destructive as possible hält. Gell? Können wir schauen, was stimmt hier nicht. Sarah sagt, mein Elvedrich sieht etwas arg wie ein
Chocobo aus. Von Final Fantasy, oder? Guck mal, gestern hat das Apple TV nicht mehr funktioniert. Guck mal, ob es wieder funktioniert heute. Ja, irgendwie. Probier mal was. Ja, ich kann mir merkwürdigerweise nicht mehr aus meinem AirPlay-Display. Ich reduziere hier mein Gegenlicht gerade aufs Wesentliche. Es muss gar nicht so groß sein. Wenn du schnell auf Twitter gehen willst und Ja. das Bild von Sarah angucken willst, also ja, geh einfach auf Twitter. Und dann such das Hashtag Adobe Live. Nein, hier. Ah ja, stimmt. Ah, cool, ja. Sehr schön. Wie gesagt, die Sarah macht ganz. Ihr Steckenpferd sind echte Tiere und die Anatomie, alles stimmt. Ja. Ja, Essex Hirn sagt, wie hast du gelernt, wo man Schattierung setzt? Durch Studien meistens. Also, Und auch. ja, einfach Beobachtung. Also, ich gehe oft. Das glaube ich, hat der Percy gestern auch schon erzählt, also habe ich mitgeguckt auf seinem Stream, dass man oft da sitzt und die Leute beobachtet in der S-Bahn oder auf dem Zug und so anstarrt und was hat der für eine Nase? Was hat der für einen Mund? Und die Leute Das ist ein gucken merkwürdiger Schatten. so, ja. Nee, einfach angucken, also mit offenen Augen auf die Welt gehen, das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Und auch ganz viele Studien machen, wenn es auch wirklich so ganz banale so Still-Life sind, also so Gegenstände zeichnen. Wo fällt der Schatten? Welche Lichter spielen zusammen, dass das ein Ganzes ergibt? Und Stefan fragt, macht es Sinn, die unterschiedlichen Ebenen wie Hände, Füße zu gruppieren für das Kolorieren? Ja, hast du gerade gesagt, dass Ja. meistens machst du verschiedene Ebenen für den Kopf, für die Hände, Genau. oder? Und in diesem Fall Habe ich es einfach, ich habe es jetzt einfach kein zusammengefasst. Bock für Ebenen Genau, und das ja. ist. Ich schneide es manchmal auf, aber. Das ist so ein relativ einfaches Objekt, sage ich mal. Das hat recht klare Strukturen. Wenn es irgendwie komplexer wird, dass wie gesagt, eine Rüstung oder sowas, dann habe ich einzelne Ebenen. Und dann tue ich alle, was weiß ich, die ganzen Eisenteile sind eine Ebene, alle Lederteile sind eine Ebene und die ganzen Knöpfe sind eine Ebene oder weiß der Geier was. Also, weil dann braucht man eine Übersicht. Und da muss man die Layer natürlich auch benennen, gell? Und das, wie sie sagt, schön, das hartes Licht von unten kommt richtig gut. Ja, also ich finde, das pusht das Ganze nochmal so ein richtigen raus. Es ist so ein. Ich sag, ich weiß nicht, ob Gelb jetzt so die richtige Farbe dafür ist, aber
es macht schon mal einfach einen Unterschied. Ja, und Just Wiesel sagt, mache ich beim Fotografieren auch so. Augen Ja. zusammenkniepeln, um Kontraste und Flächen schauen. Ja, Genau. das, genau, auch im Malen macht man so. Ich mache unendlich die Augen so wenig zu und Genau. ja, um die Schatten besser zu sehen. Genau. Und im Prinzip ist so Digital Paint oder generell Painten nichts anderes als auch wie Fotografie. Man arbeitet mit Lichtern, mit Gegenlichtern, man macht ein hartes Licht, ein weiches Licht, je nachdem, welche Stimmung das man erzeugen will. Und jetzt gucke ich einfach mal. Ich habe jetzt die alle wieder zusammengefügt. Lila schaut auch nicht schlecht aus. Hast du schon mit dem Feuereffekt was gemacht in Photoshop? Nee. Nein? Ich muss sagen, ich bin noch nie up to date, was da wieder Neues gibt. Also teilweise bin ich da in meinem eigenen Universum für zu lange, glaube ich. Aber ja, was macht das? Kann ich nicht zeigen. Ja. Wenn du mach einen neuen Layer, dass dann nichts kaputt geht. Und Okay. mache jetzt einfach einen Strich mit diesem da, mit dem Pfad. Und dann ja so und ein anderes und so. Ja. Schließen oder? Nein, ist Nee. okay. Und dann gehe auf die Filter und Render Flame. Flame. Jetzt stürzt Ah, wahrscheinlich. genau. Ah ja, Ja. cool. Da kannst du auch sagen, genau was für ein Flame du willst und wo Ah, es da kann man sie hingeht. Ja, verändern, ja, ja, ja. ja. Und wumm, hast Ah, so machen die das alle. Und ich Ja, denke mir so, boah, voll cooles Feuer genau. gemacht, gell, wie geht denn das? Ah, das ist halt das mit dem digitalen Painten, gell, das ist alles nur Getrickse. Oh. Und auch Bäume. Ja, es gibt ja auch die ganzen Stempelbrushes, so mit Blättern. Man sieht auch immer, wenn man so sich die ganzen Artworks anguckt, von Ah, anderen das Leuten, ist da denke das ich und mir, ah, das das ist Brush, der Brush und alle benutzen denselben Blätterbrush, gell? Die Blätter sehen alle gleich aus. Ja. In der Hinsicht bin ich auch noch ein bisschen oldschool, dass ich versuche erst auch gern, das mal auf eigene Art zu probieren, bevor ich da auch in die Trickkiste greife. Nur wenn es schnell gehen muss oder wenn es wirklich kein Wert drauf gelegt wird, dass es jetzt mordsmäßig individuell ist. Es gibt da Sachen, die müssen einfach nur shiny und super aussehen und dann haut man halt auch so einen Flammenfilter drauf, Auf ja. meinem Behance habe ich ein paar Beispiele gemacht mit diesen Flammen. So auch, wie sagt man, so Loops. Slow Motion Ach so. mit Flammen und Ah, so. cool. Ja. Gut. Ich bin schon wieder bei dem Touchscreen gelandet. Jetzt mache ich mal. Okay, jetzt gehe ich mal so ein bisschen mehr in die Struktur rein. Es gibt so einen Elliptical Brush. Das ist so eine Ellipse. Mit dem arbeite ich auch sehr gerne. Da gibt es so ein bisschen so eine Pinselstruktur. Gerade so für zum Rausarbeiten später. Der ist Und nicht zu Julia hart. sagt, denkt mal ans Speichern. Nicht wie Ja, gestern. ja. Ja. Safe. Danke. Da ist schon eine Stunde Arbeit reingeflossen, ja. Ist schon wieder eine Stunde rum, okay. Ja, also wie gesagt, also das mit dem Kolorieren ist relativ simpel jetzt, weil ich mache so auf der Hälfte der Strecke mache ich die Farbe rein und dann mache ich aber auch direkt mit richtiger Farbe weiter. Dann lasse ich das schwarz-weiß hinter mir. Zum Beispiel, wenn ich das Auge jetzt haben will, dann mache ich das Farbe und ich mache dann Strukturen oder irgendwelche bunten Spots, die er auf der Haut hat oder sowas, mache ich dann gleich selber mit Farbe. Da braucht es dann kein Schwarz-Weiß. Der Schwarz-Weiß ist einfach nur am Anfang, damit man so das Grundgefühl kriegt, wie das alles zusammenspielt, ob das passt oder nicht. Und den Rest kann man dann selber machen, wie man heute falsche Ebene. Melanie fragt, ob du per Zeichnung oder per Zeit bezahlt wirst. Das ist ganz unterschiedlich und es kommt von Projekt zu Projekt drauf an. Ist oft unterschiedlich. Also viele machen einen Pauschalpreis. Das heißt, wir wollen die Illustration zu dem Preis und wie lange du dafür brauchst, ist nicht unser Problem. Ja. Weil teilweise muss ich auch sagen, wäre es auch unfair dem Kunden gegenüber, wenn man jetzt alles nur auf Stunden macht. Gerade bei so ganz komplexen Sachen.
Weil du kannst schnell arbeiten oder langsam sein. Ja. Und natürlich kann man sagen, oh, statt 30 Stunden bin ich jetzt da 50 Stunden dran gesessen. Sorry, es wird halt jetzt auch Ja, ich teuer, denke gell? auch, ja. Man muss halt oft einfach von vornherein schon klären, was ist das Budget, was ist der Kunde bereit zu zahlen. Und dann muss man abwägen, kriege ich das in der und der Zeit hin, wie lange brauche ich dafür. Ich mache gerne, ich habe kein Problem, was billiger zu machen, wenn ich zum Beispiel viel Zeit dafür kriege. Wenn der Kunde sagt, halbes Jahr oder sowas, dann brauche ich es. Und Passiert dann, das oft? das gibt es Ne? manchmal, Halbes Jahr, okay. ja. Also, na klar, die meisten sind natürlich schon, ein gewisser Zeitrahmen muss man dann schon einhalten. Aber wenn ich die Zeit habe, dann bin ich auch gerne dazu bereit, ein bisschen weniger dafür zu verlangen, weil dann kann ich es machen, wie ich gerade Bock habe. Aber natürlich jetzt auch nicht unterbezahlen lassen, klar. Also das mag ich gar nicht. Ja. Ich mache jetzt da nichts für 5 € oder sowas. Ja, dieses, wie heißt das? Spec-Work und solches Gott, Zeug. na, Ah. das gucke ich mir gar nicht erst an. Also wenn jemand schon so herkommt, so, ja, anteilig kriegst du dann Bezahlung, wenn es erfolgreich wird. Ja, tschüss. Ja, das ist vor, wie sagt man, Exposure. Ja, natürlich, das ist ganz, ganz böses Wort, Exposure. Ich Ja. mag das gar nicht. Und sowas, klar, irgendwann, ich stehe dem Ganzen differenziert gegenüber, weil für manche ist es einfach hilfreich. Gerade wenn man jetzt, als ich zum Beispiel angefangen habe mit Illustration und dann davor noch als Grafikdesigner gearbeitet habe, man hat ja keine Referenzen, man hat gar nichts. Ja, aber du hast doch nicht deine Arbeit weggeschmissen, einfach. Genau, ja. Und es ist halt auch echt schwer, weil die Kunden wollen natürlich jemanden bezahlen, der eine Ahnung hat. Das ist so wie ein Praktikum machen in einer Agentur. Man kommt von der Schule oder vom Studium und die meisten Agenturen wollen einfach einen Praktikanten erstmal. Ein halbes Jahr und dann, wenn du gut bist, übernehmen sie dich. Und genau so läuft es leider auch in der Illustration, weil wenn du noch nichts veröffentlicht hast, wenn du ganz frisch drin bist, du kannst dich einsteigen mit denselben Preisen wie jemand, der schon seit 10 Jahren im Business ist. Und es ist oft teilweise unfair. Verstehe ich völlig. Ich meine, ich habe, als ich angefangen habe, auch für einen Hungerlohn teilweise gearbeitet. Ich habe Stunden reingearbeitet und 100 € dafür gekriegt oder sowas. Aber es war es mir persönlich wert und ich habe ja, wie gesagt, auch mich jetzt nicht von der Illustration ernähren müssen. Ich habe ja meinen Teilzeitjob gehabt als Grafiker, der das alles. Und ja, was, wie machst du das mit den Nutzungsrechten? Und du hast gesagt, gestern gesagt, die verkaufst du einfach Genau, damit, das ist, denn ja. eigentlich ist es immer Standard, wenn du was für einen Verlag arbeitest, kaufen die deine Arbeit als Nutzungsrechte. Und das ist halt ihre Arbeit. Und wenn es kopiert wird, ist es Genau. ihr Problem. Es ist auch, es ist, ich zeichne auch deren Charakter zum Beispiel oder deren, zum Beispiel einen Verlag. Ich habe jetzt für, ich weiß nicht, kennt jemand Tortle, die Tamora Pierce, für die habe ich kürzlich was gemacht. Und die hat natürlich ein Universum an Charakteren in ihren Büchern und wo ich wurde gebeten, die zu illustrieren. Und natürlich habe ich kein Patent auf diese Charaktere, genauso wenig wie der, also das Eigentum vom Verlag mehr oder weniger, vom Autor. Und Toni fragt dich also eine bürokratische Frage. Hast du durch die internationalen Kunden eigentlich eine erhöhte Bürokratie im Vergleich zu deutschen Kunden, zum Beispiel was Steuern etc. betrifft? Es ist wie überall, ich bin in Deutschland und ich muss in Deutschland Steuern zahlen. Auf alles, was ich verdiene. Also wenn ich, dadurch, dass ich viel für die Amerikaner arbeite, es gibt da das W-8-Form. Ja. Genau, das muss jeder ausfüllen, der nicht in Amerika lebt. Sonst bleiben die Steuern in Amerika. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt ein Business in Amerika hätte, dann müsste ich in Amerika Steuern zahlen. Aber mein Business ist in Deutschland, ich mache nur den Service für die und die Aber wenn man Arbeit. das nicht unterschreibt, nimmt Amerika sich automatisch die Steuern Genau. von allen, sagt man, Bezahlungen, Ja. oder? Bist du oft in Amerika zum Arbeiten oder? Nein, also ich hatte schon, Adobe war ja mein Kunde, bevor Genau. ich hier anfing als Angestellter. Und das, ja, das eigentlich, vielleicht gab es das dann noch, da noch nicht. Aber die Steuern zahlte ich in Italien. Ich weiß nicht. Also mir Ich ist es erinnere so, es ich habe nicht. eine Steuerberaterin, Genau. weil ich will mich damit gar nicht rumschlagen. Und ich muss halt alles, was ich nach Deutschland reinschaffe an dem Geld aus dem Ausland, muss ich in Deutschland versteuern. Aber halt ohne Mehrwertsteuer, weil die ist ja befreit für die USA. Aber ich muss Einkommensteuer drauf zahlen in Deutschland. Genau. Und diese W-8-Form ist eben genau deswegen da.
damit du in Amerika steuerfrei bleibst oder dass die für dich quasi keine Steuern zahlen müssten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die ganz so auf ausländische Illustratoren zurückgreifen. Ja, also ich denke auch mit größeren wie Adobe zum Beispiel, die haben ja auch Anlässe in Europa und dann kannst du auch durch die, wie sagt man, die Rechnungen schreiben und so. Genau. Nee, also ich, wie gesagt, ich habe zwar Wirtschaftsschule gemacht, früher, bevor ich Grafikdesign gemacht habe, aber in der Wirtschaftsschule habe ich lieber Comics gezeichnet und deswegen habe ich nicht so wirklich die Ahnung von. Ich brauche einfach eine Steuerberaterin. Ja, Also ich habe. sogar ich, Man. in Italien braucht jeder einen Ja, Steuerberater, das es gibt so viele Löcher und ich habe da einfach, ich habe keine Zeit, mich da durchzuschlagen. Ich habe da weder Interesse noch Zeit. Und jeder Steuerberater ist ja eigentlich im Interesse, also in deinem Interesse, dass du Steuern sparst und nicht der Staat. Von daher, die wissen jedes Loch. Und vor allem, als ich dann auch in Irland, also von Irland hergezogen bin wieder, da hat sich ja in der deutschen Steuerbürokratie wieder so viel geändert, neue Mehrwertsteuernummern. Und blickst du nicht Der durch? Michael Stopper sagt: Grüße aus deiner alten Hallo! Heimat Hey, hallo! Karlsruhe, beste Grafikerin. Und Kishaya meint: Eva ist ein toller Gast, sie macht super Sachen, ist sympathisch und eure Gesprächsthemen sind interessant. Es wäre toll, sie öfter bei Adobe Live zu sehen. Dankeschön. Ja, Gott, geht die Zeit rum. Noch 45 Minuten, Sarah. Genau, es geht super schnell. Mann. Ja, die wieder nicht fertig. Das ist so ein einfaches Ding. Mach ich vielleicht mal das Gesicht weiter. Und Thomas sagt, ich habe eine geheiratet, ist manchmal nicht so lustig, weil ich weiß nicht, eine Steuerberaterin. Steuerberaterin. Ja, die wissen, also die sind schon sehr akribisch. Also meine Steuerberaterin ist auch eine Freundin von mir, eine Bekannte, die auch da wohnt. Und ja, also was sie da alles weiß und auch wirklich Wert drauf legt und dann Kontoauszug noch beilegen und hier die Rechnung und was war da vom letzten Mal und das kannst du nur bis 150 absetzen. Und so, sag mir einfach, was ich machen soll und ich gebe dir alles, aber lass mich in Ruhe für den Rest des Monats. Ja, ich muss noch monatlich abgeben, die Mehrwertsteuererklärung. Viele Löcher nutzen leider erst bei großen Summen. Genau. Und ich glaube, so als der durchschnittliche Freelancer ist man davon eher nicht betroffen. Vor allem nicht, wenn man halbtags arbeitet. So, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal die Augen, damit man was an Gestalt annimmt hier. Den Part von der Illustration finde ich immer sehr meditativ. Das ist so einfach alles schön machen. Ich habe dem Tim gerade eine Frage gestellt. Gucken wir mal, ob wir was da machen hier. Melanie sagt auch, ja, öfter. So Okay, natürlich. kommst jede Woche für 3 Tage hier nach Ja, Adobe genau. Volltagesjob hier. Okay, ich habe das nochmal da alles zusammengefasst hier. Hier sieht man nochmal das Original. Hier mit etwas mehr Farbe. Ich bin auch nicht so ganz happy mit diesem Boomlight hier. Mal mein Auge weiter hier. Mal Farbe drauf. Gelb.
Ja, auch wieder mit Color. Plötzlich ist es lebendig. Was würdest du sagen, wenn wir der Community fragen, ein Screenshot oder so von deinem Feed zu machen am Ende? Oder vielleicht können wir dein Feed auf Instagram oder Twitter hochladen und dann bis morgen müssen sie irgendeine Grafik damit machen mit einem Namen. Ein Namen. Ja, einen Namen Ach für so, das ein, Viech ja, stimmt. und mit einer Schrift. Stimmt, ja, so als in Szene setzen Genau, quasi. Ja, mit Und der dann wählen wir eins Geschichte. aus Genau. und der Gewinner gewinnt ein Jahr Creative Cloud Abo. Cool. Machen wir das? Ja, Ja, klingt hast du gut. das? Ja. Okay. Ich glaube, so ein Abo macht keinen 203 Sinn. sagt speichern. Aber das tut sie Das immer. mache ich jetzt, Ja, ja. Ich habe den Finger schon drauf. ich kann da dokumentieren. So. Replay machen hier so. Ja. Okay, also. Am Ende des Streams. Vielleicht kann ich das Feed tweeten, wenn du Ja, willst. klar. Ja. Tweete ich das Vieh mit dem Adobe Live, er hat noch keinen Namen, ist noch immer ein Vieh, Ja. mit dem Adobe Live Hashtag, also mein Twitter ist RufusD und dann könnt ihr das Bild nehmen und bis morgen, ja, morgen so um 11:30 Uhr gucken wir uns dann die Bilder an Ja. und Eva wird einen Gewinner aussuchen. Oh Gott. Ja, also was ich will, ist wegen das Vieh in einem, ja, Eine Inszenierung quasi. Inszenierung Genau. und auch mit Typo mit einem coolen Namen für Und das eine Vieh. Sprechblase. Eine Ja, eine Sprechblase. Sprechblase. So der Kommentar vom Vieh. Ich hätte gern mehr Farbe. Okay, so machen wir das. Alles mit dem Hashtag Adobe Live. Gibt es ein deutsches Wort für Hashtag? Ich weiß es nicht. Nee, hoffentlich nicht. Ich glaube, das wird nicht gut klingen. Raute, Schlagwort, Raute. Ja, Raute. Okay, es heißt Raute. Raute, ja. Raute Adobe Live. Nein, das ist. Hashtag Adobe Live. Hashtag. Ja, Anja, okay, auch auf Instagram. Aber das Bild lade ich auf Twitter hoch. Und nur die, die heute dabei waren, wissen dann, warum ich das Bild hochgeladen habe und was man Stimmt, das damit ist machen muss. so Ja, die Geheimloge. das werde ich nicht im Twitter sagen. Ich werde einfach das Bild hochladen und sage, Evas Vieh. Ja, das Vieh. Hashtag Adobe Live. Und dann wisst ihr schon, was ihr damit machen müsst. So dass es unter uns bleibt. Der Geheimcode. Madame Feueriegel hat einen Namen schon, aber sch. Ja, werdet ruhig kreativ. Du hast ja vorher erklärt, das ist so ein Tier, das so macht. Genau, Und und dann. dann, das sind die Funken, die Die sprühen. Funken, die sprühen, ja. So, patsch. Aber der kann natürlich auch, keine Ahnung, Pfannkuchen pressen oder. Das überlasse ich euch. Hashtag Evas Vieh. Evas Gesicht. Danke, Väterchen Frost.
Angenehme Stimmung hier, gefällt mir. Und Julia sagt, hört auf, vom Essen zu reden. Ja, Oh ja, also keine Pfannkuchen. ich habe auch nicht wirklich Ich gefrühstückt habe auch heute. nicht gegessen heute. Watschen verteilen. Genau. Das ist so ein richtiger Batsch. Batsch, Batsch. Also SX-Höhen, eine Typo muss selbst erstellt sein. Das könnt ihr entweder zeichnen oder auch eine Typo auswählen von Typekit, die ihr denkt, das Vieh repräsentiert. Genau. Also die Typo muss schon mit dem, ich möchte also kein Helvetica mit dem Vieh sehen. Areal stattdessen. Arial, genau, ja. Genau. Arial, Arial. Und auch kein Comic Sans. Aber Comic Sans ist so toll, Und also. kein Lobster. Was gibt es denn noch für tolle Schriften? Was sind so meine Lieblings. Ah, nein, es rüttelt da. Okay, lassen wir das. Lassen wir das lieber, gut. Was hast du eigentlich gelernt? Sarah sagt auch keine Times New Roman. Aber nur Serif, bitte. Aber erzwungener Serif. Erzwungene, keine echte. Okay, ich wüsste, kein Lobster, ich bin raus. Ja. Auch kein Papyrus, come on, das könnt ihr doch besser machen. Hast du auch den YouTube-Video gesehen vom Grafiker, der Papyrus auf dem Avatar-Poster reingetan hat? Nee. Und das ist jetzt eine total existenzielle Krise, Oh Gott. weil er ja eben das Papyrus auf dem Avatar-Poster. Oh, ja. Ja, es gibt schon so ein paar so Patzer, manchmal geht schon ganz lustig, wobei ich garantiert da auch nicht patzerfrei war in meiner Grafikerlaufbahn. Wingsdings. Wingdings, ja! Und Zapfdingbats. Madame Feigl fragt dich, boah, als ehemalige Grafikerin, magst du wirklich die Comic Sans? Und Gamma Art, Arial mit Photoshop 3D-Effekt. Ja. Oh Gott, ja. Und dann noch Flammen drüberlegen. Und mit Verlauf, ja. Verlauf im Comic Sans. Gelb auf Viola. Wie sagt Violett. Ich habe damals meine ersten, oh Gott, so die ersten Schrittchen im Computerzeichnen, das war ja noch Microsoft Paint mit der Maus auf Pixel für Pixel. Also, Anja, hast Twitter deaktiviert, aber das ist kein Problem. Brauchst es nicht reaktivieren, um mein Twitter zu sehen. Oder, ja, da kann man einfach reingehen, auch wenn man nicht in Twitter ist, oder? In Twitter, die Tweets kann man Ja, sich doch angucken, auch ohne einen klar. Twitter-Account zu haben. Genau. Und dann eben das Bild, dein Bild mit dem Text und dem Vieh und dem Hintergrund kannst du dann auch auf Instagram tun. Das gucke ich mir dann am Morgen auch an. Sarah sagt, und die Schrift schön zusammenpressen und verzerren und Oh möglichst ja. Minimum vier verschiedene Schriftarten benutzen, damit Minimum irgendwo vier Grafiker platzen. Ja. Ja. Kaisermedia sagt, Katharina, gibt es keine passende Word-Vorlage? Word-Vorlage, oh Gott. Ja, manchmal so ganz froh, dass man schon so lange aus dem Geschäft raus ist. Nein. Weil ich glaube, gibt es auch diese Clients vom Hell, ja. Ja. Kennt ja jeder. Gibt es dann auch so Ja, Clients from Hell. diese Patzer drin, die man so täglich im Und auf Twitter Berufsleben. ist ein cooler auch For-Exposure. Und da Ja. tut er alle diese For-Exposure, Ah, sammeln, was die ja. Leute. Ah, ich wollte es doch gratis. Das ist doch nur eine Zeichnung, Eva. Was soll Die schüttelt das? man aus Willst dem du Kohle Ärmel. dafür? Ja, eben. Was? Ah, das. Das ist doch sowieso bloß digital alles.
Ja, mach doch auf dem Computer, ganz schnell. Genau. Und du willst Geld dafür? Ich muss eigentlich mal sammeln. Also teilweise sind so Anfragen dabei, wo muss ich eigentlich ans Hirn lang? Also, was Kann man ich. schon ein ganzes Buch darüber Ja, schreiben, zum Beispiel schickt jemand, also erstmal so ohne Hallo, ohne irgendwas, ja. einfach so gleich loslegen, ja, ich bin der und der und ich mache das und das. So ein privates Projekt, aber wird ganz groß rauskommen. Und so als Beispiel, so volles fette World of Warcraft-Artwork, das von irgendeinem super berühmten Illustrator, der da Millionen verdient hat. Nein, so viel ist aber nicht. Und Sarah sagt, du Kapitalistin. Ja, nicht mal wert, ich muss meine Rechnungen zahlen. Nee, und Budget haben sie da $50 dafür, aber das ist voll Exposure. Und auf sowas antworte ich dann gar nicht, weil das Antworten ist schon mehr wert als $50 für die. Ja, sind doch nur 3 Klicks. Stellt euch das nicht so an, ja. Genau. Dachte, das war das Auge vorher. Jetzt habe ich so ein bisschen den Layer drüber gelegt. Ah ja, das Licht ist auf der anderen Seite, ja. Genau. Füge ich das so zusammen? Ja, und so kann man jetzt quasi einfach ewig weitermachen, bis das Ding fertig ist. Und verglichen mit anderen Speed Paintern. Weiß jemand, was Speed Painting ist? Wahrscheinlich schon, die meisten wissen das, gell? Ja, bin ich echt voll die Schnecke. Ich bin total langsam. Es gibt so viele Leute, die machen das echt so als Schema F irgendwo raus. Und ich probiere halt gern rum. Mach mal so, mal so. Sarah meint, irgendwo habe ich gelesen, dass ein Typ der fester Überzeugung war, dass man als Künstler richtig unglücklich sein muss, um gute Kunst zu erschaffen. Ja, als Künstler, als Illustrator schon nicht. Ja, das ist immer so das klassische Bild, gell, so der. Ja, Evil Series mit Therese Larsen war das Speedpainting. Die Therese Larsen, kennst du die? Ja, vom Namen her sagt es aber sich, Mein hab's gerade. Gott, die konnte in. Die fing mit dem weißen Papier Ja. an und okay, machen wir ein Pferd. Ja. Und plötzlich war es ein Rendering mit Ja. allen Glänzen und fast. Ja, aber alles ganz grob, weil das Auge erfasst es einfach schnell als Form und als Lichter und Schatten und mehr braucht es gar nicht. Ich bin also so ein Detailfützler. Ja, Ja, ich Therese bewundere das Larsen. auch, also es ist schon cool. Und sie macht auch so Concept Art und Goblins und Cool, Sachen, ja. ja. Gucken, wo nehme ich jetzt die Farbe her? Ich mache einfach Ja, die Artists paint, die Künstler Zipain, ja. im Unglück. Das war auch so. Sagt man, war auch so eine Mode, oder? Anfang 900er, Oh da in ja. den Bar rumsitzen, Absinth trinken und ganz unglücklich sein. Das war damals wahrscheinlich eher kulturell vertretbar. Es hat Ja. schon zum guten Ton gehört, gell? Dass man da ständig so sich die Ohren abschneidet und so Ja, Sachen. und auch als ich in England studiert habe, in den 81er Jahren, da war es noch ganz modisch, so immer so sagen, I'm bored. Oh, ist everything so Ja, boring. everything is so boring. So. Ich wäre froh, wenn ich mal gelangweilt wäre. Das passiert schon Ja. lange nicht mehr. Ja, das ist auch echt ein Gefühl, das ich nicht mehr kenne. Ja. Also einfach sich so hinlegen, mal so eine halbe Stunde und nichts tun, einfach bloß hingucken. Ja. Fallfraktion meint Inspiration als Schmerz. Das ist ein toller Roman. Vincent von Joy Goebel. Inspiration als Schmerz. Ja, ich denke, es stimmt aber schon, also auf abstruse Art und Weise, dass, was ich, wenn man Liebeskummer hat oder Trauer oder unendliche Freude auch, also dann fallen einem oft die besten Sachen ein. Und man hat auch die Motivation dazu, das so richtig sich auszudrücken. Aber ich würde es nicht als Dauerzustand wollen. Ja, und Ansi macht das. Genau das, was ich gerade mache. Einfach mal im Bett chillen Oh, und nur Neid. zugucken. Neid.
Die besten Songs entstehen so. Ja, eben. Ja, das auch. Yesterday, ja. Wie hieß da diese Gruppe, die sie Temple of the Dog? Temple of the Temple Dog. of the Dog, da haben sich so Leute wie Eddie Vedder und andere von der Seattle-Szene eine Woche in ein Studio reingetan, ein ganzes Album gemacht, weil Ja, ein ich weiß Freund den von Namen nicht. ihnen gestorben ist Ja. und ja, Eddie Vedder hatte ich in Florenz gesehen. Der kam mit seiner Flasche Chianti auf die Bühne, aber Ja, das hat. ist auch so das typische Künstlerbild, gell? Immer mit einer Flasche Bier, das leicht destruktive, gell? Ja, Katharina, so war. Oder auch diese Bekannten von früher. Hey, kannst du mir eben Gefallen tun? Umsonst bis gestern. Ja, Ja. jetzt erstmal Kaffee. Ja. Christine sagt: Hallo, wow, das sieht ja toll aus. Dankeschön. Wenn ich geschätzt schon wieder viel zu lange dafür brauche. Wahrscheinlich total umständlich alles, ne? So bin ich jetzt dabei. Der Lärm vom Stift auf dem Tablet. Zack, zack, zack. Was auch noch ein ganz guter Tipp zum Studienmachen ist einfach 3D-Models angucken. Also gibt es ja unendlich viele Leute, die haben ja sich Torsos gemacht und teilweise gibt es ja auch solche, die man sogar noch drehen kann und verschiedene Perspektiven und die eignen sich unheimlich gut zum Studieren. Also wenn ich hier mal einfach Google Image Kennst du nehme. Susanne Helmig? Ja, Die natürlich. macht immer diese Fotos. Die Ja, Referenzen, ja. Referenzfotos, Genau, ja. hier zum Beispiel. Einfach so Male 3D-Torso. Da gibt es unendlich viele Leute, die das durch Studien gemacht haben. Und da kann man wunderbar hier zum Beispiel gucken, wo kommt das Licht her, wie verhält es sich. Also einfach studieren, auch Muskelaufbau. Klar, also ich finde es immer besser. Klar, man kann das schon alles benutzen, als zum Studien machen. Aber ich finde, es geht einfach nichts über einen Aktzeichensaal drin zu sitzen mit einem Pad, mit einem Stift. Und das auch von der Entfernung zu studieren, weil man das menschliche Auge, das Auge ist einfach, es ist nicht 3D in dem Sinne, es ist das räumliche Verhalten. Man konzentriert sich auf ganz andere Sachen. Weil hier zum Beispiel das 3D, das ist einfach da, das ist jetzt scharf, das ist hier und so würde ich es dann auch zeichnen, wenn ich studieren würde. Aber wenn man da 10 Meter Entfernung einen Menschen stehen hat, dann analysiert man den ganz anders. Ja. Da stimme ich ein. Ja, auch, wie gesagt, ich würde es auch viel lieber öfter machen. Als ich auch noch in Cork war, habe ich viel Live-Drawing gemacht. Die hatten eine richtig schöne kleine Gruppe, die das regelmäßig machten. Sarah sagt, James Gurney ist krass, in der Hinsicht, der baut sich seine eigenen Ja. Modelle für seine Illustrationen. Aber der kriegt dann natürlich auch das Geld dafür. Also der wird für die Mühe auch, also der verlangt ja, der ist schon in so einer Liga, der kann das Geld dafür verlangen. Sagt, ich baue mir da meine Referenzen und das kostet schon so und so viele Stunden und das ist dann alles schon im Preis inbegriffen. Und Tim sagt, also Evil Series, ja, so viele Muskeln hat doch jedermann, nicht wahr? Ja. Wo wir wieder beim Du Klischee nicht? sind. Klischee, ja. Das ist auch so eine Sache. Also ich male natürlich unheimlich viel Klischee, weil das wird einfach von mir verlangt. Und das ist Mainstream. Mainstream ist Geld. Also ich bin eine Geschäftsfrau, ganz einfach. Aber
wenn es nach meinem persönlichen Geschmack geht, ich zeichne viel lieber Körper, Menschen, Gesichter, die ein bisschen abseits davon sind. Also gerne auch mal untersetzt oder. Deswegen finde ich Live-Drawing einfach so interessant, weil das sind oft einfach Hobby-Models oder die. Morgens ist er ein Geschäftsmann und abends zieht er sich aus für ein paar Leute. Und muss man auch mögen, klar. Aber sind halt die unterschiedlichsten Leute aus dem Leben gegriffen. Deswegen finde ich das so interessant. Und die haben schmale Schultern oder einen dicken Bauch oder sind auch welche dabei, die sind total super gebaut, aber haben eine echt hässliche Fresse. Also das gibt alles. Und das finde ich lustig, das finde ich schön einfach, Ja, und das die ist die Konversation Variation. über Sixpack im Chat Genau. gerade. Und ich finde es einfach schön und würde einfach wahnsinnig gern mehr Variation auch zeigen in, was ich, Games und so weiter. Aber da zieht halt nach wie vor alles, was shiny ist und gut aussieht. Und damit habe ich auch kein Problem. Das schaut ja gut aus. Aber ein bisschen Eye-Candy braucht auch jeder. Ja, Waschbrettbauch oder Waschbärbrauch? Bauch, ja. Waschbärbauch, genau. Das Sixpack, das ist mir auch lieber, das zum Tragen. Also, das. Oh, also das kopiert. Nein. Ich komme immer noch mit den Dingen durcheinander ein bisschen, aber ist ja wurscht. Okay, also wie gesagt, für diejenigen, die hier sind, ich werde die Zeichnung auf meinem Twitter, Rufus D, posten und dann könnt ihr die benutzen bis morgen. Ihr habt 24 Stunden Zeit fast, um das Eva-Vieh in so einen Kontext reinzutun und auch eine Typo darunter mit dem Namen vom Vieh. Und Eva wird morgen um 11:30 Uhr das Beste aussuchen von Twitter oder Instagram, wenn ihr Twitter nicht habt, mit dem Hashtag Adobe Ich gebe euch dann noch meine Kontonummer, falls ihr mich bestechen wollt. Live. Ja, schnell ein GoFundMe aufmachen. Genau. Ja, also man sieht, ich verfissel mich sehr gerne an Gesichtern, egal ob jetzt Tiere oder Menschen. Und alle meine Followers werden das sehen und werden, ah, das ist eine niedliche Zeichnung. Aber nur ihr werdet wissen, was ihr damit machen müsst. Ja. Gamecode. Ja, PayPal ist schneller, ja. Ja, stimmt. Das gibt es ja auch PayPal Me. Nein, oder. Just Wiesel, ist die Linse rosa oder die Iris? Die Iris hier, ja, ich weiß nicht, ich bin noch nicht fertig damit. Ich habe jetzt gerade nochmal aufgehört, weil ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie rosa will oder blau oder grün. Deswegen mache ich jetzt einfach mal an der anderen Seite weiter. Weil während dem Zeichnen mache ich mir dann oft im Hintergrund nochmal Gedanken über andere Körperteile von dem Viech. Aber der Produktivität willen mache ich da doch einfach weiter. Was ich auch sehr gern mache, ist einfach so diese so leicht skizzenhafte. Ich sag mal dazu. Unterbrechungen, damit es ganz so shiny wird alles. Ich habe gern so ein bisschen Handschrift einfach drin. Ah, der Tim ist ganz analytisch. Wenn die Iris rosa wäre, müsste die Pupille schwarz sein. Also ist es die Linse. Genau. Wobei es ist ein mythisches Wesen, also das ist wahrscheinlich völlig wurscht. Das ist ganz toll, wenn man im Fantasy-Sektor arbeitet, man kann alles einfach mit Magie erklären. Ja, aber Das magisch. Licht stimmt nicht, Eva, die Anatomie ist total schier. Ja, das ist halt so, das ist Magic. Oh, die Katharina sagt, Eva, du bist sehr sympathisch, deine Arbeiten sind inspirierend, bekomme richtig Lust, wieder mehr zu zeichnen. Ja, Dankeschön. unbedingt. Leute müssen mehr zeichnen. Dankeschön.
Woran arbeiten die Leute gerade momentan? Meistens Ja. läuft es ja so nebenher, gell? Ja. So ein Stream. Also, man, wir haben jetzt Ja. schon die Pizzeria gehabt. Ja. Jemand guckt sich das in der Pizzeria an. Genau. Ja, und auch Julia Dahl sagt, geht mir genau wie Katharina, finde es auch mega inspirierend. Das ist schön zu wissen. Ah, den da unten muss man wegmachen. Gibt es irgendwas, was die Leute so interessiert, was ich morgen machen könnte? Weil ich überlege mir natürlich schon was, aber bin auch offen für irgendwelche Fragen oder wenn ihr Ja, Julia irgendwas. sagt, sie ist frei. Schichtdienst ist schon praktisch, ja. Kann sie zugucken, da du live. Ja. Gamma Art, Entwurf für ein Logo hier. Melanie fragt, muss man das Viech 1:1 im Contest übernehmen oder sind leichte Anpassungen erlaubt? Ich würde sagen, das ist immer frei, oder? Ja. Ich arbeite am letzten Kapitel meines Buches. Oh, Christine. Illustration oder Schreiben? Sterzenbach Design macht gerade ein Ostergif. Stony Mediengestalter, wuhu. Das geht schnell hier, warte. Ja, mit Magie kann man auch falsche oder fehlende Schatten erklären. Genau. Das Wesen strahlt an dieser Stelle Selbstlicht aus. Ja, Magie. Genau. Und Julia bearbeitet gerade ein paar Videos in After Effects. Anzi werde gleich an meinem 3D-Projekt weiterarbeiten. Cool, 3D, ja. Sarah zweite Tasse Tee machen und dann hocke ich mich an ein eigenes Illustrationsprojekt. Oh mein Gott, da wird so viel. Ich arbeite am Screen Design für eine Webseite, Spike Greenland, Beate Bereyadito, Verpackungsdesign für ferngesteuerte Spielwaren. Ui, Diese cool. ganz verschiedene Sachen. Ja, das finde ich voll interessant, was die Leute alles machen, ja. Und Thomas korrigiert gerade eine amerikanische Eventagenda. Walking Mills wünscht sich, morgen ist die Rüstung dran. Ja, gut, kann ich ja machen, ja, Ja, klar. okay. Madame Feigl, ich sitze allein im Büro und schaue mehr den Stream mit dem Stream, als ich arbeite. Ja? Außerdem bestelle ich gerade Pizza. Ah. Stimmt, es ist bald Mittag. Und Toni fragt dich, ob du welche Pinsel du verwendest. Meistens, also momentan, das gefällt mir jetzt gar nicht, was ich da gemacht habe. Standard-Brushes, ich mache gern Soft-Round, Hard-Round, sind so recht coole. Ich arbeite auch recht viel mit Opazität, mal mehr, mal weniger und dann, wenn ich irgendwie bestimmte Effekte erzielen will, da gibt es, ich weiß nicht, war das Robot Pencil, der hatte den Brush to rule them all and Brush to rule them after. Der hat die mal zur Verfügung gestellt vor einigen Jahren. Kann man bestimmt auch alles ergoogeln. Die sind auch sehr cool, weil die sind so ein bisschen soft außenrum und ein etwas härterer Kern und es ist auch so pressure sensitive. Und ja, es macht Spaß, mit denen zu zeichnen. Aber wie gesagt, die Round Point Stiff oder die Blunt Medium, die Künstler, wie heißen die im Photoshop, die Standard Brushes, die haben sie vor ein paar Jahren, glaube ich, neu eingeführt. Ja, So diese Künstlerstifte oder Künstler Brushes. Ja, für das Und die haben Bristle ja Brush, genau ja. die Bristle, genau. Ja, Hier sieht man ja, ja, dass die da sich anpassen. Und die sind auch sehr cool, aber je nach Bedarf einfach. Ja. Momentan mache ich es eher so ein bisschen ohne Ecken und Kanten, das Babyviech, weil das ist eher so ein bisschen shiny. Und dann gibt es natürlich noch den berühmten Gold Brush, den keiner findet. Das ist Hey der, Eva, der. wir sind fast fertig wieder für Ja, heute. Wahnsinn! Wahnsinn, das ist so schnell gegangen. Gleich geht es natürlich weiter mit Percy Chen und dem Chan Döner. Also von 12 bis 2 und dann kommt die Kathi Silagi wieder, um auf ihrer Illustration für dieses Filmposter weiterzuarbeiten. Und von 16 Uhr bis 18 Uhr ist wieder der Moritz Adam Schmidt dabei mit seinem Flat Designs in Adobe Illustrator.
Man hat ja so einen Superhero gemacht Der gestern, hat oder? gestern einen Illustrator Superhero gemacht, ja. Und da kommen schon Percy und Chan in das Studio rein. Und ja, und wie gesagt, ihr wisst es, wie es funktioniert. Kommt auf mein Twitter, so in einer halben Stunde oder so, da wird das Bild von Eva sein. Und dann wisst ihr, was ihr damit machen müsst. Ja, auch wenn es noch Einen nicht ganz Namen, fertig ist. Text und Hintergrund. Oh, Und wenn ihr witzig. was daran ändern möchtet, Ja, ihr könnt könnt es ihr auch gern gern, fertig ja. machen. Du willst das auf ein transparentes Hintergrund Ja, oder ich könnte den ja, da. einfach so. Ja, okay, Genau. das machen wir dann so. Okay, nur ihr wisst, was das ist. Okay, und morgen von 10 bis 12 bin ich wieder mit Eva hier. Und so gegen 11:30 Uhr gucken wir uns alle Arbeiten an und Eva wird einen Gewinner aussuchen, der ein Jahr Creative Cloud ja, Ja, gewinnen wird. also das lohnt sich auf jeden Das Fall. lohnt sich auf Ja. jeden Fall. Okay? Was ist es der Wert von einem Jahr Creative Weiß Cloud? ich nicht. Ich bin kein Ja. Verkaufer. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und wie gesagt, gleich geht es weiter mit Percy. Und ja, und ich bin wieder hier um 2 Uhr mit Eva Silagi. Okay? Kathi, ja. Okay, es ist nur der zweite Tag. Am dritten Tag wirst du erfahren, dass Rufus noch mehr Fehler macht. Ja, das Vieh, ja, Just Wiesel, genau. Alle sagen Danke. Bitte schön, danke fürs Ja. Dasein. Es hat mich echt gefreut, so viele Leute zu sehen auch. Cool. Dass ihr so lange aushaltet mit uns. Okay, tschüss und Tschüss, bis bis morgen gleich in fünf wieder. Minuten mit Percy Chan.